Ja, hallo und willkommen zurück. Ich hatte schon ein kleines bisschen aufgenommen, der fiel mir auf Kacke. Nur Ton ohne Bild ist ein bisschen doof. Aber nicht schlimm, man hat nicht viel verpasst. Ich bin nur zwei, dreimal hin und her gelaufen. Und ein Mann, also mein Begleitermann, den ich ja rufe, den ich ja durch Zufall rufen kann. Ich habe jetzt ja quasi meine Schleppkraft aktiviert. Muss ich sagen, die hat die Wespendrohne vom Himmel geholt. Aufsehen erregen. Einfach kein Aufsehen erregen. Alles wird gut. Will kein Aufsehen. Ich reiß mein Gebautes auch wieder ab. So ist das nicht. Bis auf meine kleine Hütte, die ich hier habe. Die bleibt hier liegen. Kommen Sie. Jo, platzen. Die Tasche wieder voll. Jo, mit einer Menge Zeug. Ich habe da hinten eine Kiste. Eigentlich könnte man ja, wenn man ja schnell genug ist, wir sind ja schnell genug, könnte man ja das Zeug ja gleich mitnehmen. Hätte ich ja nicht auch mal was hingeschmissen, aber es wird schon despawned sein. Bräuchte ich keine. Dinger erstmal fällen. Fand ich gerade sehr lustig, dass der Mant. Die Wespendrohne vom Himmel geholt hat. Anscheinend haben sie überarbeitet. Die ist nicht wirklich durch die Gegend geflogen groß. Das war gut, der hat die voll schön vom Himmel geholt. Wir bauen erstmal da hinten erstmal soweit fertig. Weil ich habe das Gefühl, dass das erst aktiviert wird, wenn wir oben den Vergrößerungstrank bauen. Dass während der Vergrößerungstrank da vor sich hin eidelt. Das ist nicht gut. Aus. Ja. Ich habe doch hier. Ja. Respawn gesetzt. Ach, hier ist auch noch Zeug. Raus, 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 raus. Raus. Raus, 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 raus. Warum ich so wenig schleppen kann. Ja, das ist einfach nur Ablenkung. Das ist nur Zeitgewinn hier, die Strukturen. Das ist wirklich echt nur Zeitgewinn. Ich hab. Es soll ziemlich stressig sein, die drei zu bewachen. Darum sage ich, wir müssen Zeit gewinnen.
Und am besten davon eine ganze Menge. Und sonst auch hier irgendwelche nutzlosen Wände attackieren. Können sie dann auch gerne zerstören, da habe ich ganz wenig Probleme mit. Ja, das Spielchen können wir schön weiter treiben. Hier ist, haben wir das Zeug. Dann werden sie von da kommen. Wenn sie garantiert von hier unten gekommen. Ja, gekommen. Aber ja, da nutzlose Wände hinstellen. Dann laufen wir jetzt noch einmal schnell rüber. Dann müssen wir jetzt alles mit mal wegkriegen. Man kann das irgendwie separiert starten. Muss auf dem Weg ja schon mal heilen. Gut. Nö, jetzt nicht. Ich bin gerade schnell im Laufen. Wieder hoch und runter springen, wie ihr wollt. Ja, dann müssen wir die Brutmutter erstmal farmen. Lalalala. Bin dann mal weg. Zack, gute Dreier-Kombi. Wenn wir schon mal da sind, ne, dann bauen wir gleich was Neues. Zu Style. Nö. Aber es ist wichtig, halt überall so ein paar Dinger zu haben. Na, können wir dich abreißen? Wäre ich euch sehr verbunden für. Bisschen aufräumen müssen wir schon wieder, ne? Könnte ich alles einfach stehen lassen. Wäre ja Ressourcenverschwendung. Schon sieht das wieder einigermaßen vernünftig hier aus. Dahin. Dahin. Können wir da drüben auf jeden Fall definitiv auch aufbauen. Die guten Stacheln. Das sind alles Ressourcen halt, ne? So, dann hätten wir jetzt hier unsere Festung wieder abgebaut. Die andere Festung werden wir hinten wieder aufbauen. Aber wir laufen jetzt erstmal. Wir lassen uns nicht triggern von den Viechern. Tschüss. Da ist eine Wespi. Ja, laufen wir außen rum. Laufen wir vorne rum. Nö, nö. Nein. Niemand mag euch. Niemand will euch. Big Grass Old Fashioned Root Beer. Mein Freund, lauf einfach. Nee, nee. Tschüss. Meister ist echt ganz geil, dass sie eigentlich für voll nehmen.
Das wird ein Schlachtfeld hier. Ich sag's euch. Werden auch von hier kommen. Ja, denn? Immer schon mal die Dinger da in der Hand haben. So. Zack. 5 Stück jetzt in der Hand. Vielleicht noch einen. Da ist noch ein Pilzziegel. Davon will ich einige mehr bauen. Jetzt müssen wir halt erstmal lokalisieren, von wo sie kommen können. Dann sage ich jetzt so, wir machen jetzt erstmal noch hier was hin. Dass wir einen kleinen Schutz schon mal an dem ersten Ding haben. Die werden nicht viel halten, aber dienen ja eigentlich auch erstmal nur zur Abschreckung. Ja, passt doch perfekt. Ich dachte, du bist ein loser Ziegel. Ja, wir werden mehr Wände brauchen, definitiv. Um uns hier umfassend abzusichern, brauchen wir mehr Wände. Zack. Wir müssen noch mehr Pilzwände herstellen. Wir müssen eh wieder ins Lager nochmal zurück. Zack, zack, zack. Aber das werden wir morgen früh erst machen. Das Schöne ist, sie greifen ja jetzt diese Wände ja noch nicht an. Weil sie nicht behindert werden. Das ist das Gute. Können wir jetzt schon schlafen? Eine Runde Schlafi-Schlafi machen? Bis morgen. Sehr gut. Trinken. Haben wir irgendwie Kondenswasser? Einmal ganz. Ach so. Ja. Turbo. Das wird erst laufen, glaube ich, wenn wir alles fertig haben. Mit dem Trank mixen. Den Trank will ich aber noch nicht mixen. Wir bauen es erstmal hier in Ruhe fertig. Wir haben ja im Prinzip schon einmal fertig. Ich will es aber erstmal noch Ton haben. Mit Dachen noch. Wieder haben, kommen wir wieder her und bauen weiter. In der Zwischenzeit werden wir uns an der Brutmutter zu schaffen machen. Was ist das? Wir sollten eventuell noch mal überlegen, Ton zu holen. Ton? Dings. Kohle. Aber ich möchte erstmal eine Rüstung haben, ich möchte hier schnell unterwegs sein. Es geht mir hart auf Eier. Wir bauen jetzt mal alles fertig. Es ist morgens, aber es ist so dunkel hier oben. Es ist einfach so dunkel.
Wie kommen wir jetzt hier rein? Schwimmt hier eventuell was zu trinken rum? Nee. Hab doch eine Flasche. Der können wir abschöpfen. Einfach schöpfen. 1, 2, 3, 4, komm. Dafür haben wir dich ja. Deswegen sollten wir ja Kohle mitnehmen. Genau. So, noch eine Schaufel. Dann müssen wir uns einen Plan überlegen, wie kriegen wir die Brutmutter nochmal platt. Die haben sie ja überarbeitet. Ist ein bisschen gemein, aber ist okay. Das ist ein bisschen gemein, aber müssen wir mit leben. Hätte man vorher farmen müssen, wo es einfacher war. Aber hätte man ja nicht wissen können. Da wir sie eigentlich schnell erlegen müssen. Mal gegen Fliegeviecher sichern. Was zu essen organisieren. Ich muss eindeutig was zu essen organisieren. Es gibt noch was essbar ist. Ja, Pilze hätten wir en masse. Dann holen wir Pilze schnell. Dann holen wir ganz schnell Klee. Pilze. Ja komm, hau es dir rein. Alles wird gut. Nicht versagen. Einfach nicht aufgeben. Gut. Wir müssen das Dach noch fertig bauen von dem einen Ding. Wo bist du da? Na. Komm. Lass ihn so. Zack, 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 zack. Da ich nicht weiß, ob hier irgendwelche Fliegeviecher kommen. Müssen wir jetzt auch überlegen, wie kommen wir da hoch? Na? Kann ich? Das? Komme ich hier so hoch? Ja. Ja. Kann ich eventuell eine einseitige uncool. Perfekt. Sollten wir vielleicht überlegen, ob wir das nicht hier überall bauen. Moment. Wir bauen erstmal einmal grob. Gut. Dann machen wir das eben so. Können wir die erste Schräge nicht hier oben schon hinbauen? So. Das im Zoo. Zack.
Ja, wir müssen eh gleich nochmal ein bisschen was umbauen. Und das ist doch okay so. Ja, das können wir hier ähnlich machen. Muss eh noch Pilzwände holen, weil ich würde gerne hier zumachen. Wiederverwerten. Das mit der Schrägen finde ich eigentlich einen Ticken besser. Geht das, wenn ich jetzt sage, wir hauen dich jetzt hier ran? Dann nehmen wir dich. 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 Dahin. Dahin. Nee. Abbrechen. Immer die falsche Taste. Dass wir einfach eine Schräge haben, wo wir hochlaufen können. Zack. Ja, das ist so semi-geil gebaut hier. Hier immer noch das Ding. Das ist gut. Nur weil... Ja, die kommen ja von überall, aber das ist jetzt so ein einziger Punkt, den sie nicht gleich angreifen werden. Hier komme ich überall hoch. Was haben wir jetzt noch? Was haben wir noch im Inventar? Ziegel haben wir noch. Nicht viel. Das kostet mich jetzt nochmal eine Wand. Hier, also können wir zwei nochmal bauen. Zack. Ja, wie schon gesagt, das sind einfach nur Dinge, die sie angreifen können. Ohne dass sie jetzt erstmal Schaden hier dran machen. An meinen kleinen Bunkern. Stachis. Wo sind meine Stachis? Da. Warum sage ich ja? Ich glaube erst, das Ding kann ich erst aktivieren. Wenn ich... für die Vergrößerungstank bastel. Wenn ich irgendwo eine... Was, wo wir Stacheln herkriegen? Müssen wir gleich mal gucken. Ja, weg. Gab's auch auf Pflanzen, wo ich Stacheln herkriege, ne? Da vorne irgendwo. Sollte nicht das Problem sein. Stacheln rankriegen ist nicht das Problem. Wir nehmen Ressourcen mit und werden nach Hause. Dann hätten wir schon mal das Grundgerüst hier schon mal fertig. Müssen wir erstmal ihren Arsch voll... Ziegel bauen, um sinnlose Wände zu bauen, die sie angreifen können. Dich, 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 dich. Oh, hier dich und dich. Der Rest kommt wieder mit. Ja. Na denn, und ich mache Abflug. Hau doch einfach ab. Ist nicht schlimm, tut nicht weh. Los. Lauf. Lauf, Forest, lauf.
Es ist nur die Frage, wo. Stacheln habe ich bei mir um die Ecke. Müssen nur respawnen. Leute, und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.